Gut, ich werde jetzt zeigen, wie das Portfolio für Link erstellt wird. Am Schluss sieht es etwa aus wie dieses Beispiel. Oben der Banner, dann ein paar Informationen und gleich darunter das Lernjournal. Ich wechsle dazu auf Moodle und da finde ich oben in der Navigation den Punkt Mahara. Der hat zwei Einträge. Der Netzwerkserver ist für die Gäste gedacht und gleich darunter befindet sich der Link für die PH-Turga-Leute. Ich wähle jetzt in diesem Fall den Netzwerkserver und trete dann als erstes der Gruppe Link bei. Dafür gehe ich auf Aktivieren, den dritten dieser grünen großen Kreise. Da ist Link schon. Ich gehe jetzt einfach auf Jetzt Mitglied werden. Und schon bin ich in die Gruppe eingetragen. Über das Logo oben links komme ich zurück auf die Startseite. Öffne dann diesen Hamburger oben rechts, diese drei Striche, wähle Inhalt und gehe da auf Dateien. Da erstelle ich jetzt ein Verzeichnis, das nenne ich Link. Und schon wird es hier unten angelegt. Ich gehe auch gerade hinein, indem ich auf Link klicke und lade jetzt ein paar Dateien hoch. Über Browse wähle ich zuerst einmal drei dufte Dinge, das ist mein Comic. Das wird hochgeladen. Und als zweites lade ich noch mein Lego-Vorstellungsrundenbild hoch. Und das hat nicht so einen schönen Namen, darum kann ich diesen Bleistift hier dahinter anklicken und habe jetzt die Möglichkeit, die Datei umzubenennen. Ich nenne die Z, damit es ganz zu unterst in der Liste ist. Vielleicht meine Erwartungen, dann ist es ein bisschen klarer. Und mit Ändern sichern ist die Datei schon umbenannt. Dann brauche ich noch ein Lernjournal. Auch dafür auf diesen Hamburger oben rechts dann Journal anklicken. Und wenn das nicht schon aktiviert ist, schnell noch auf Einstellungen und im Profil mehrere Blocks erlauben. Abspeichern. Nochmal auf diesen Hamburger, wieder Inhalt öffnen, Journal. Und kann jetzt einen neuen Block anlegen, welchen ich Lernjournal nenne. Ganz nach unten, Block anlegen wählen. Und schon gibt es den. Jetzt gehe ich zurück auf die Startseite von Mahara und wähle dieses Mal den großen runden Punkt Erstellen. Mache Hinzufügen und sage, es braucht eine neue Ansicht. Die darf ich jetzt benennen, wie ich möchte. Ich nenne die mal Link Portfolio. Gibt es die schon irgendwo? Link Portfolio da von Martin Vögeli und gehe nach unten, speichere das wieder ab, wenn wir uns das Beispiel noch mal kurz anschauen, da gibt es oben eine breite Spalte, dann drei schmale und darunter noch mal eine breite. Die muss ich hier aktivieren, indem ich auf Layout bearbeiten gehe. Dann den vorletzten Punkt, da sieht man, dass er diesen Hamburger wieder abspeichern. Jetzt kann ich dieses Layout verwenden. Zu oberst kommt jetzt dieses Bild hin. Ich wähle also auf der Seite den Punkt Bild, sage oben in die Mitte hinzufügen. Titel kann ich auch ändern, nenne ich mal drei dufte Dinge und unter Bild.
Gehe ich jetzt in den Link-Ordner hinein und wähle da die drei Duftendinge mit diesem Haken hinten aus. Speichern. Und schon ist das Bild da. Dann die persönlichen Informationen, die sind zum Teil schon erfasst unter Profilinformationen. Das kommt jetzt in die erste der schmalen Spalten, hinzufügen. Und da sage ich jetzt mein Vorname, mein Nachname, mein Profilbild und meine E-Mail-Adresse sollen angezeigt werden und speichere das ab. In der Mitte kommt die Tabelle, kann ich auch mit Text da einfügen, dann die mittlere Spalte wählen, hinzufügen. Nenne das mal Kompetenznachweise. Und unten muss ich jetzt die Tabelle erstellen. Man sieht im Moment kein Menüpunkt im Editor für die Tabelle, da muss ich hier diesen Pfeil nach unten antippen und jetzt gibt es da den Eintrag für Tabelle. Sage da mal, soll irgendwie so eine große Tabelle sein. Oben hinein tippen, wenn ich da reinkomme. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt bin ich da drin. Und zu oberst kommt da mal der Hashtag. Ah, jetzt bin ich da nicht mehr drin. Jetzt aber Hashtag, dann nochmal Kompetenznachweis. Dann die LP, das sind die Leistungspunkte und zuhinterst Bemerkungen. Jetzt, dass es ein bisschen schöner dargestellt wird, gibt es hier unten irgendwo den Punkt, da diese Tabelle, die kleine Tabelle, die kann man antippen, mindestens wenn man in der Tabelle drin ist. Jetzt kann ich den Zeileninnenabstand ein bisschen größer machen, sagen wir mal 5, damit da die nicht zusammenkleben, diese einzelnen Tabellen. Dann in die vorderste Spalte einfach A, B, C und so weiter hineinschreiben für die Nummerierung der Kompetenznachweise und dann das gibt zwei Leistungspunkte und wurde mit dem Storyboard erstellt. Das füllte dann im Verlauf des Semesters immer weiter aus. Ich lasse es jetzt mal so, drücke auf Speichern. Schon ist hier unten diese Tabelle angelegt. Die dritte Spalte kommt jetzt diese Dateiablage und dafür muss ich auf Dateien gehen. Wähle da den Punkt Ordner. Der kommt in die dritte Spalte hier, hinzufügen. Das geht jetzt relativ schnell. Ich muss nur einen Blocktitel festlegen. Dateiablage zum Beispiel. Das Verzeichnis auswählen, auch wieder mit diesem Haken hinten und Speichern drücken. Und schon ist es da. Dann fehlt nur noch das Lernjournal zu unterst, das finde ich jetzt unter Blogs. Da gibt es den Punkt Blog, tippe ich an, unten in die breite Spalte hinzufügen, nenne das auch Lernjournal. Wähle das Lernjournal auch noch aus hier unten, sage 999 Beiträge, damit sicherlich immer alle angezeigt werden. Und speichere das ab. Jetzt ist ja gerade das Lernjournal angelegt. Ich kann jetzt auch den ersten Eintrag schreiben. Ich nenne den Portfolio, weil das das Thema der Woche ist. Ich kann jetzt auch erst hineinschreiben hier. Und einen Anhang machen, zum Beispiel möchte ich hier meine Lego-Erwartungen anhängen. Einfach das auswählen mit dem Häkchen hier und unten auf Speichern drücken. Dann wird dieser Beitrag erfasst. Sieht dann so aus.
Gut, jetzt wollen wir das freigeben für die Link-Gruppe. Dafür gehe ich wieder auf die Startseite. Und jetzt brauchen wir noch den dritten von diesen großen Kreisen, das Teilen. Und beim Link-Portfolio von Martin Vögeli gehe ich jetzt auf Zugriff bearbeiten. Das ist dieses kleine Schlösschen hinten. Und unter Freigeben für wähle ich die Link-Gruppe aus. Speichere das ab und schon ist meine Ansicht, mein Portfolio für die ganze Gruppe freigeschaltet. Ich wünsche viel Erfolg beim Selbermachen.